Guten Abend. Wenn in den vergangenen Wochen und Monaten Spitzenpolitiker in Regierungsverantwortung zu Gesprächen zusammenkamen, persönlich oder per Video, dann ging es meist um Lockdown-Maßnahmen, Impfstofflieferungen oder Finanzhilfen. Heute Abend kam im Kanzleramt eine Runde zusammen, bei der Corona zwar auch eine zentrale Rolle spielte, aber eben nicht nur. Der Koalitionsausschuss. Der war als Plattform in der Pandemie etwas in Vergessenheit geraten, aber das dürfte sich ändern. Schließlich befinden wir uns mit 6 Landtags- und einer Bundestagswahl in einem Superwahljahr. Und heute Abend erstmals mit dabei der neue CDU-Chef Armin Laschet. Oliver Kör deshalb in unserem ARD-Hauptstadtstudio. Schon wieder ein Neuling in dieser Runde? Macht das die Sache einfacher? Na, zumindest gucken erstmal alle, wie schlägt er sich, wie tritt er auf, wie agiert er zusammen mit Bundeskanzlerin Merkel. Armin Laschet hat ein Gastgeschenk mitgebracht, ein Gedichtband von Heinrich Heine für alle Teilnehmer. Aber ansonsten schenken sich die Anwesenden nichts, zumindest nicht inhaltlich. CDU-Chef Laschet trifft auf CSU-Chef Söder, eine Art Schaulaufen der möglichen Kanzlerkandidaten. Wer verhandelt härter oder vielleicht auch besser? Aber es geht vor allen Dingen um das Thema Geld ausgeben in der Corona-Pandemie. Soll es Unternehmen mehr Geld geben? Es soll, das möchte die SPD, vor allen Dingen für Familien und Geringverdiener mehr Geld geben, jeweils in Milliardenhöhe. Und fürs Bezahlen sitzt ja ein anderer Kanzlerkandidat mit in der Runde, Olaf Scholz von der SPD. Eine Menge also auf dem Zettel. Und zurzeit sitzt man da ja noch zusammen im Kanzleramt. Mit welchen Ergebnissen kann denn heute noch gerechnet werden? Ja, gute Chancen hat der Kinderbonus. Den gab es voriges Jahr schon mal. 300 Euro für jeden, der Kindergeld bekommt. Das möchte die SPD. Die CDU möchte gerne Unternehmen helfen. Die sollen die Steuern gegenrechnen können. Verluste aus diesem und dem vorigen Jahr gegen Gewinne von 2019. Und die CSU möchte gerne, dass die Gastronomie weiterhin die verringerten Mehrwertsteuersätze nur bezahlen muss. Das hat auch ganz gute Chancen, setzt aber voraus, dass die Gastronomie auch erstmal wieder öffnet. Und dann gibt es auch Themen, die mit Corona gar nichts zu tun haben. Zum Beispiel die Frage, ob die Bundeswehr nun Drohnen anschafft und ob diese bewaffnet sein sollen. Da sieht es Stand jetzt erstmal so aus. Anschaffen eher ja, bewaffnen eher nein. Oliver, vielen Dank für die Informationen nach Berlin. Das Fehlen von ausreichend Impfstoff ist in ganz Deutschland ein Problem. In manchen Gegenden mit viel wunderschöner Landschaft und wenigen Menschen, wie etwa dieser hier in Mecklenburg-Vorpommern, kommt aber noch hinzu, dass die Wege zu Impfzentren für die Älteren oft unzumutbar lang sind. Und die mobilen Impfteams, die kümmern sich derzeit noch in erster Linie um die Pflegeheime. Im Kreis Nordwest-Mecklenburg läuft daher nun ein Pilotprojekt. Erstmals wird dort auch in 8 Hausarztpraxen geimpft. Antonia Schindler. Endlich haben sie einen Termin. Marie Braunstein und ihr Mann Rudolf auf dem Weg zu ihrem Hausarzt. Beide sind 81 Jahre alt und leben in Kalso auf dem Land. Da ist es schon besser, nicht nur für uns, sondern für alle, die über 80 hier in der Gemeinde leben. Die werden sich freuen, wenn in der Arztpraxis das durchgeführt wird. Die Fahrt zum Impfzentrum würde eine halbe Stunde dauern. Ihr Hausarzt ist dagegen nur 5 Minuten entfernt. Dr. Fabian Holbe ist Allgemeinmediziner. Er gehört zu denen, die das Pilotprojekt Impfen beim Hausarzt organisiert haben. Besonders herausfordernd die Logistik. Der Impfstoff kann in den Kühlschränken nur 5 Tage liegen und er muss noch verdünnt werden. Ich habe dann, auch wenn der Impfstoff so zubereitet ist, auch nur 6 Stunden Zeit, ihn zu verimpfen. Das heißt, es müssen dann auch die Patienten da sein. Es geht also nicht, dass ich am frühen Morgen den Impfstoff vorbereite, um ihn am Nachmittag zu verimpfen. Für die Braunsteins ist es die Erstimpfung, die zweite holen sie sich dann in 4 Wochen. Das Projekt soll ein Modell sein, nicht nur für Mecklenburg-Vorpommern. Alle Flächenländer werden auf die Hausärzte, die Landärzte setzen müssen, um wirklich die Bevölkerung im ländlichen Raum zu erreichen. Wir fangen jetzt damit an, um Erfahrungen zu sammeln und ich hoffe, dass die Erfahrungen auch ganz Deutschland nützen. Ob sie das tun, wird sich zeigen, wenn genügend Impfstoff vorhanden ist. So soll die Zukunft des Profifußballs auf gar keinen Fall aussehen, nur mit Pappkameraden in den Stadien. Doch nicht erst seit der Corona-Pandemie hat das Verhältnis zwischen Anhängern und Vereinen gelitten. Die vermeintliche Familie aus Fans und Fußballern streitet über Spielansetzungen, Spielergehälter oder Fairplay für finanziell schwächere Vereine. All das sollte eine eigens eingerichtete Taskforce mal grundsätzlich angehen. Nun hat sie die Vorschläge für die Zukunft des deutschen Profifußballs vorgelegt.
Joscha Bartletz berichtet. Alles auf neu, um den deutschen Profifußball besser und fairer zu machen. Eine Vision, die sich die Taskforce Zukunft Profifußball seit Oktober auf die Fahnen geschrieben hatte. Gemeinsam sammelten 37 Beteiligte, ein Mix aus Fußball, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und auch aus der Fanszene, Ideen. Ein solches Format ist meines Wissens bisher einzigartig im gesamten Weltsport. 17 Handlungsempfehlungen entwickelte die Taskforce, zum Beispiel mehr Dialog zwischen DFL, Clubs und den Fußballfans. Die Fans sollen dazu mehr Mitspracherecht in den Vereinsgremien bekommen. Ein weiterer Schwerpunkt, die Clubs sollen ihr wirtschaftliches Handeln verändern, etwa durch Gehaltsobergrenzen für die Profis und Financial Fair Play. Vor einigen Monaten wären wir wahrscheinlich noch geteert und gefedert worden, wenn man das reingeschrieben hätte. Heute findet sich das in einem offiziellen Papier der DFL. Ob dem jetzt was folgt, das kann ich Ihnen nicht sagen. Denn es sind nur Empfehlungen mit dem Ziel, die Bundesliga zum europäischen Vorreiter zu machen. Auch bei den von vielen geforderten Gehaltsobergrenzen, genannt Salary Cap für Spieler. Das könnte in der Tat ein Weg sein, den man in absehbarer Zeit sehr zügig beschreitet. Und ich persönlich glaube, er wäre auch absolut im Sinne des gesamten europäischen Profifußballs. Und selbst mit einer Salary Cap würde man, glaube ich, immer noch recht gut verdienen. Fanvertretern ist jedoch vieles zu unkonkret. Ihnen gehen die heutigen Handlungsempfehlungen nicht weit genug. Sie fordern mehr Reformbereitschaft von der DFL und den Bundesliga-Clubs. Und die Zukunft des Wetters, die beginnt morgen zweigeteilt. Im Norden mit Schnee oder Regen, sonst wird es auch mal sonnig bei minus 1 Grad in Nordfriesland und fast schon kurze Hosenwärme bei 14 Grad am Oberrhein. Und damit zurück zum Fußball und zu Jesse Wellmer und Bastian Schweinsteiger.